Disclaimer: Das folgende Video enthält ein hohes Maß an Spoilern von Halo 5 Guardians und ein hohes Maß an Subjektivität. Seht meine Meinung nicht als gegeben an. Halo 5 ist ein gutes Spiel, aber muss auch Kritik vertragen können. Und ja, ich formuliere sie hier etwas stark. Auch wenn Halo 5 unterm Strich ein gutes Spiel ist und ich auch meinen Spaß mit der Halo 5 Kampagne hatte, habe ich trotzdem so einige Probleme damit. Ich habe mich schon immer für die Halo-Geschichte interessiert und Halo 5 ist in dem ganzen Kosmos leider nicht der hellste Stern am Himmel. Puh, okay, bringen wir das hinter uns. Mit einer der bisher besten und intensivsten Marketingkampagnen der gesamten Halo-Reihe hat 343 Halo-Fans konstant immer wieder geteased und Theorien entwickeln lassen. Hörspiel, Bilder und ein eigener Blog. Der Master Chief wird böse. Diese Vorstellung faszinierte oder zumindest interessierte viele Halo-Fans weltweit. I'm Benjamin Giroux, and this is Hunt the Truth. Hashtag Hunt the Truth war das Motto dieses riesigen Scams! Goddammit, 343! Ich meine, warum soll ich mit 13 Episoden eines Hörspiels geben, die im Endeffekt nur zu einem führen? Ins Nichts. Klar, für sich genommen sind die Episoden nicht schlecht, aber ihr Sinn war es doch wohl eigentlich, mich auf Halo 5 vorzubereiten, oder? Ich meine, von dem Hunt auf den Master Chief ist in Halo 5 kaum etwas übrig geblieben. Master Chief vs. Spartan Locke, Blue Team vs. Team Osiris, Spartan Tooth vs. Spartan Force. Was zur Hölle? Warum ist Locke so ein verdammtes Weichei, wenn es darum geht, dem Chief mal etwas zu sagen? Aber bleiben wir mal wahrheitsgetreu. Na klar jagt Locke den Chief nahezu vom Beginn an des Games, aber man hat nie das Gefühl, dass der Chief wirklich etwas falsch gemacht hat. Somit ist der ganze Hunt nur eine relativ lächerliche Sache und dadurch, dass Locke selbst in nahezu nichts wirklich emotional involviert zu sein scheint, bekommt man nicht den Eindruck, den man zuvor in den Trailern bekommen hat. Let us see him forever as you. And not as you. All hail the conquering hero. The one who was supposed to save us all. But now I must save us from you. Ich meine, bleiben wir mal ehrlich. Im gesamten, auch leider etwas zu kurzen Spiel, bekommt man nur einmal das Gefühl, dass der Hunt gerade wirklich stattfindet und dass wirklich etwas passiert. Ich meine, schaut euch an, wie badass sich Locke und der Chief prügeln. Locke kratzt sogar das Visier vom Chief an. Wartet, da war doch was. Was zur Hölle ist eigentlich daraus geworden? Kommt das erst in Halo 6? War das nur eine Idee zu einem Trailer, der einfach mal gemacht wurde, weil... Ah, goddammit! Ich meine, dass die Level, die 343 baut, nicht alle ganz so Sandbox-mäßig sind wie die von Bungie, war uns bereits bei Halo 4 klar. Es war nicht unbedingt gut, aber es war in dem Sinne okay, dass die Missionen andere Highlights hatten. Damit will ich nicht sagen, dass die Missionen von Halo 5 keine Höhepunkte haben oder immer furchtbar sind. Aber es gibt mal wieder viele unsichtbare Wände und der Erforschungsdrang wird etwas geschmälert. Aber auch damit kann ich noch leben. Aber warum zur Hölle setze ich den Spielern einen mehr als generischen Helden à la Locke vor, der nur Befehle ausführt und von allem aus Team Osiris den wenigsten Charakter hat, und lasse die Spieler diesen dann 12 Missionen von 15 Missionen spielen. Ich meine, also, warum zur Hölle spielt man nur 3 Missionen den Chief? Ein ungefähres Verhältnis von, naja, 50-50 wäre kein Beinbruch gewesen, 343. Die Hauptteile der Halo-Reihe haben sich immer um den Chief gedreht und selbst in Halo 2, was das einzige Spiel ist, das sich in der Art der Erzählung mit Halo 5 vergleichen lässt, ist das Ganze besser gelaufen. Denn hier war das Ganze im Gleichgewicht. Man hat mal den Chief und mal den Arbiter gespielt. Und nicht, hey, du spielst Locke und der Chief, naja, der ist auch mal zu sehen. Nur damit wir mit ihm werben können und ihn haben, damit er irgendwie drin ist und ja. Natürlich kann sich Halo nicht ewig über den Master Chief definieren, aber mir stattdessen einen uninteressanten Charakter wie Locke vorzusetzen und diesen dann die meiste Zeit des Spiels steuern zu müssen, ist einfach nicht das Richtige. Besonders nicht, wenn der Chief nicht mal eine fragwürdige Entscheidung getroffen hat, der Hunt somit völlig irrelevant ist und die Spannung gegen Null läuft, was diese ganze Geschichte zwischen Locke und dem Chief angeht. Aber selbst Dinge wie eine fehlleitende Marketingkampagne oder die zu hohe Screentime von Locke sind für mich persönlich nicht so schlimm wie dieser letzte Punkt. Das wirklich misslungene Storywriting.
Ich meine, ich habe so viele Fragen und es wurde so viel Potenzial verschenkt. Ich meine, warum zur Hölle wird Julm Dahmer, der große neue Führer der Allianz und der Antagonist aus 2 Staffeln Spartan Ops und aus diversen Comics und Büchern in der 2. Cutscene im Spiel mal eben so getötet? What the actual fuck? Warum hat man seine Geschichte nicht mit dem Kampf zwischen der Allianz und den Eliten auf St. Helios verbunden? Warum nicht den Arbiter in einem erbitterten Kampf gegen Julm Dahmer kämpfen lassen? Eliten. Mit Schwertern. Betteln sich. Das wäre epic! Naja, weiter im Text. Was ist mit dem Janus Key geschehen? Für alle, die nicht wissen, was das ist. Halo 4 Spartan Ops drehte sich am Ende um den Janus Key. Ein Artefakt der Blutsväter, das all ihre Einrichtungen auf einer riesigen Karte angezeigt hat und noch vieles mehr. This is the Janus Key. It offers the real-time location of every piece of Forerunner technology in the galaxy. Dieser Schlüssel besteht aus 2 Teilen. Am Ende von Spartan Ops hatte einen Teil Halsey und einen Teil Sarah Palmer, sprich die Infinity. So, und da Halsey in Halo 5 aus irgendeinem Grund nicht mehr auf Rache an Palmer oder sonst wem aus ist, kontaktiert sie einfach so Lasky. Okay? That's easy, Jewel. I want revenge. Aber das bedeutet doch, dass sie nun beide Teile des Schlüssels haben und somit die Standorte von allen Halo-Ringen, allen Schildwelten, aller Requiem und allen potenziell noch existierenden Archen oder sonst was haben, oder? Lass uns das Ganze einfach ignorieren, okay? Aufmerksame Halo-Fans werden nun sagen, hey, hast du noch nie etwas von Halo Escalation gehört? In dieser Comic-Reihe geht es um alles, was nach Halo 4 passiert. Der Schlüssel kommt da auch drin vor? Ja, natürlich habe ich bereits davon gehört. Allerdings habe ich es bisher noch nicht gelesen und egal, was mit dem Schlüssel passiert ist, man hätte ihn in Halo 5 wenigstens einmal ansprechen müssen. Niemand kann erwarten, dass ich genau weiß, was in dieser Comic-Reihe passiert ist. Stattdessen setzt 343 das Wissen voraus und verwirrt damit konstant jeden, der die Comics nicht gelesen hat. Warum werden diese Fragen in Halo 5 offen gelassen? Wurde der Schlüssel jetzt zerstört oder warum spielt er plötzlich überhaupt keine Rolle mehr? Ich meine, ihr hättet von Genesis und den Guardians und allem wissen können, wenn ihr die Map gehabt hättet. No shit. Und ich will mir gar nicht erst vorstellen, wie unglaublich verwirrt jemand sein muss, der mit Halo 5 zum ersten Mal an Halo herantritt. Allianz, Sangheili, Blutsfelder, Cortana, KIs, Oni, Unicy, Chief, Log, Arbiter, Halsey, Lasky, Infinity, I can't believe your head exploded. Klar ist es nicht zwingend ratsam, mit Halo 5 in die Geschichte einzusteigen und egal was für eine Enttäuschung der Multiplayer gewesen sein mag, die Master Chief Collection bietet dafür dennoch eine gute Abhilfe, um etwas besser in die Story reinzukommen. Aber dennoch empfinde ich es irgendwie als Frechheit, Wissen aus Halo Escalation vorauszusetzen, damit einem bei Halo 5 nicht 1000 Fragen in den Kopf schießen. Ich meine, früher musste man auch nicht wissen, was in Halo First Strike, dem Roman zwischen Halo 1 und 2, passiert ist, um die Geschichte von Halo 2 verstehen zu können, oder? Die Stories der Spiele konnte man gut ohne das Expanded Universe verstehen. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich finde es toll, dass 343 das Expanded Universe ausbaut. Aber doch bitte nicht zum Preis des Verständnisses der Hauptspiele. Do it! Yes, you can! Just do it! Gott! Warum verhält sich Halsey eigentlich wie eine Mutter, die mit John ihren Sohn zurückhaben will? Ich meine, Spartan 2 Programm, schön und gut. Aber sie hat sich 4 Halo-Teile und den gesamten Krieg zwischen der Allianz und der Menschheit einen Dreck darum gekümmert, was er macht. But please, bring John home to me. Als könnte er nicht auf sich selber aufpassen. Was zur Hölle? Doch was mich am meisten stört, und das gebe ich zu, ist wohl auch mit der persönlichste Punkt. Warum zur Hölle muss Cortana die Antagonistin werden? Und warum muss sich der gesamte Plot wieder um KIs drehen? Ja! Solche Geschichten sind immer gleich und viel zu pseudomoralisch. Was, wenn KIs auch Gefühle und Träume haben? Was, wenn sie Personen sind? Oh yes, AIs are just machines, aren't we? Mass-produced, disposable. Well, humanity may not have cared for its created, but we will care for you.
Bisher hat Halo sich immer davon ferngehalten, auch wenn die KIs in Halo immer sehr stark charakterisiert wurden, wie zum Beispiel Cortana oder auch Roland. Gott, warum haben sie das getan? Wer ist überhaupt für diesen armseligen Haufen Story verantwortlich? Brian Reed. Okay, Was hat er denn sonst noch so Spartan Ops? Der Typ hat Spartan Ops geschrieben? 343, warum lasst ihr den Schreiber von Spartan Ops an die Story von Halo 5? Warum nehmt ihr nicht den Autor von Halo 4, Chris Schlurf, oder versucht es mit Joseph Staten, den Autor von Halo 1 bis 3? Vielleicht kann man den ja irgendwie ranholen. Oder nehmt einen der Buchautoren. Oder irgendjemand anderen und nicht den Typen von Halo 4 Spartan Ops. Halo verschenkt so viel Potenzial, weil es auf diese blöde KI-Story setzt. Warum nicht den Didact aus Halo 4 nochmal auspacken, auch wenn er eigentlich tot ist? Warum nicht Jun Dama ausbauen? Warum nicht den Warden als alleinigen Antagonisten hervorheben? Warum nicht die Flood zurückbringen und die Menschheit die Guardians entdecken lassen und ein episches Battle gegen die Flood und die Allianz führen lassen? Warum muss es diese KI-Story sein? Alles in allem verschenkt die Kampagne von Halo 5 verdammt viel Potenzial und ja, hat mich ein wenig enttäuscht. Das heißt allerdings nicht, dass sie mir gar nicht gefallen hat. Auch sie hat ihre Momente. Ich meine, wie cool ist es, als der Arbiter seine Eliten in die letzte Schlacht ruft? Oder wie episch war der eine Kampf zwischen Locke und dem Chief? Dennoch hoffe ich, dass 343 bei Halo 6 nicht noch einmal die gleichen Fehler macht und die Geschichte von einem anderen Autoren schreiben lässt. Ach ja, und ansonsten möchte ich auch nochmal betonen, dass mir Halo 5 als Gesamtpaket immer noch sehr gut gefällt. Ich möchte nicht das ganze Spiel haten, ich möchte lediglich sagen, dass mir viele Dinge, insbesondere das Storywriting, an der Halo 5 Kampagne nicht gefallen haben. Das war's von mir. Schreibt doch mal in die Kommentare, was euch an der Halo 5 Kampagne gut oder schlecht gefallen hat. Ansonsten sage ich, bis zum nächsten Mal und nicht zu viel Halo 5 haten. Thank you.